Moin, mein Name ist Al und herzlich willkommen zur nächsten Folge in meinem Outdoor-Adventskalender Tipps und Tricks. Ja, heute soll es darum gehen, welchen Stoff man am besten benutzt, also Holz, Spiritus oder zum Beispiel Gas, möglicherweise ja auch Benzin, um draußen zu kochen und in welchen Arten von unseren Unternehmungen das dann am besten ist. Wenn dich das interessiert, dann bleib da einfach dran. Wenn du also draußen unterwegs bist und du möchtest dir zum Beispiel einen Kaffee, Tee machen oder du möchtest auch richtig etwas kochen, dann überlegst du dir natürlich vorher, wie kann ich das überhaupt warm machen. Zu den eben von mir drei genannten Stoffen gibt es natürlich zum Beispiel auch noch Benzin oder auch einen S-Bit-Kocher. Die werde ich aber heute nicht behandeln, beziehungsweise nur am Rand euch ein bisschen nennen. Holz. Was ist der riesige Vorteil von Holz? Das ist offensichtlich, wenn man hinter mich guckt. Ja, Holz ist in unendlichem Maße auf unseren Touren vorhanden. Ja. Man soll natürlich nur Totholz nehmen, das heißt, ihr fällt bitte keine Bäume oder sonst irgendwas in der Richtung. Ja. Aber man kann sich jederzeit Stöcker vom Boden aufheben, ja, oder auch dickere Äste dann verarbeiten, die offensichtlich schon umgefallen sind, tot sind und so weiter und so fort. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Umweltfreundlichkeit. Ja, das setze ich gerade mal ein bisschen in Anführungszeichen, denn im Vergleich mit fossilen Brennstoffen, wie es zum Beispiel bei Gas der Fall ist, ja, oder bei Benzin, ist es natürlich CO2-neutral, weil es ja nur das freisetzt, was sowieso gebunden ist und dann wieder benutzt wird später. Natürlich ist es aber in dem Sinne nicht umweltfreundlich, eigentlich ja sogar überhaupt nicht, weil man manchmal genau das falsche Holz wegnimmt, womit man vielleicht einer Art jetzt gerade ihren Unterschlupf weggenommen hat. Ein weiterer riesiger Vorteil von Holz ist natürlich die Atmosphäre. Ja? Ein kleines Feuer, selbst wenn es nur in einem Hobo gemacht wird, ist natürlich einfach schon mal vom Gefühl her was komplett anderes. Außerdem hat Holz auch noch einen anderen Vorteil dadurch, dass es unendlich verfügbar ist und auch mehr Wärme abstrahlt, können wir uns damit auch selber dann mehr wärmen. Holz hat natürlich aber auch einige Nachteile. Zum einen braucht es deutlich länger, um angemacht zu werden, was nur logisch ist, wenn man zum Beispiel einfach ein Feuerzeug an Gasflamme ranhält, beziehungsweise nicht an eine Flamme, sondern Ausstoß, dann wird ja daraus direkt eine Flamme. Das ist beim Holz ein bisschen schwieriger. Außerdem hat Holz auch noch den Nachteil, dass bei sehr niedrigen Temperaturen, wenn dann auch noch Nässe stark dazu kommt, Holz sehr schwer, beziehungsweise nur mit ein bisschen Erfahrung dann richtig zu einem Feuer gemacht werden kann, auf dem man dann auch kochen kann. Und wie gesagt, es braucht dann halt schon einige Zeit, bis man ein richtiges Feuer zum Kochen, das dann am besten auch noch runtergebrannt ist, dass man den Topf in die Glut stellen kann oder so, erzeugt hat. Damit wird relativ klar, dass auch wenn man dann noch extra die Gesetzeslage, die zwar bei offenen Flammen keinen besonders großen Unterschied macht, ja, aber der Förster bewertet ja schon die unterschiedlichen Gefahren von einem wirklich starken offenen Lagerfeuer und einem Gaskocher anders, dass Holz vermutlich auf längeren Wandertouren, Trekkingtouren und ähnlichen nicht unbedingt das Mittel der Wahl ist. Für eine Buschkraftübernachtung oder eine einfache Buschkrafttour ist aber natürlich ein Feuerchen, wenn du den richtigen Platz hast, ja, wenn du das auch alles vernünftig kannst, durchaus gut. Spiritus ist ein aus Alkohol gewonnener Stoff, der einfach angezündet werden kann. Spiritus zu benutzen ist also durchaus praktisch und auch relativ günstig, muss man sagen. Normalerweise bekommt man eine Spiritusflasche, ja, so um und bei zwischen 2 und 4 Euro, ja, je nach Baumarkt und je nach Angebot. Und wenn man in der Masse zuschlägt, kann man da bestimmt auch noch einiges sparen. Spiritus ist nicht besonders effektiv, aber es reiht sich so ungefähr im Mittelfeld ein. Das heißt, es ist durchaus eine gute Wahl, wenn man damit kochen möchte. Das Problem an Spiritus ist allerdings, dass es relativ schwer ist. Das ist ein großer Nachteil von Spiritus. Außerdem, dass es bei niedrigen Temperaturen nur schwer angeht, dann nicht mehr so, also um den Gefrierpunkt meistens, und dann auch nicht mehr so doll brennt an sich. Spiritus ist also für ein kleines Kochvorhaben, das man einfach draußen machen möchte, zum Beispiel auch beim Camping, bei einer Buschkrafttour durchaus das Mittel der Wahl oder bei Kurzwanderstrecken, wo man, sage ich mal, höchstens drei Tage so unterwegs ist. Natürlich kann man sich aber auch mehr Spiritus mitnehmen, wenn man das möchte. Bestes Wetter, ne? Heute. Ja. Oh Mann. Ging vorhin, als ich angekommen bin, richtig ab. Da habe ich auch das Tarp aufgespannt. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich habe gehofft, dass du dabei hast. Naja, ich komme erst mal an, ne? Mach erst mal. Gas als fossiler Brennstoff hat zum Beispiel den Vorteil, dass es ebenfalls wie Spiritus relativ leicht entflammbar ist, also sehr praktisch zu benutzen ist, dass es gleichzeitig dazu auch noch sehr leicht ist und eine hohe Wärmeentwicklung hat. Das heißt, es ist relativ effektiv. Problematisch an Gas wiederum,
ist, dass es halt relativ gesehen teurer ist, besonders wenn man hochqualitatives Gas möchte, das auch bei Minusgraden noch gut funktioniert, und dass man natürlich immer eine größere Vorrichtung braucht, obwohl die mittlerweile auch schon sehr klein geworden sind, zum Beispiel die Kartuschen und dann einen kleinen Aufsatz. Und das kann im Rucksack schon ein bisschen Platz wegnehmen, und natürlich im Gesamten als Kochsystem muss man auch schon mehr Geld ausgeben, um denselbe Platzersparnis zu haben, den man zum Beispiel mit einem kleinen Trangia Spirituskocher hat. Zwei weitere Brennstoffe habe ich euch ja schon mal genannt. Das ist einmal das S-Bit und dann noch einmal Benzin. Hier nur ganz kurz einmal am Rande. S-Bit kennen die meisten von euch von der Armee. Das sind so kleine gepresste Blöcke, ähnlich den Grillanzündern, nur mit einer höheren Wärmeleistung. Das Problem ist, mit denen kann man meistens nicht so gut kochen. Damit kann man eher ein bisschen warm machen. Für einen Tee reicht es dann aber normalerweise schon. Aber weil damit halt keine größeren Kochvorhaben gemacht werden können, normalerweise, außer unter sehr optimalen Bedingungen, habe ich euch das hier nicht in die Reihe mit reingetan. Ebenfalls gibt es auch noch Benzinkocher. Das ist eine kleine Sache für sich. Die werden oftmals von Hochgebirgskletterern zum Beispiel benutzt, weil Benzin sehr spezielle Eigenschaften hat. Das Problem am Benzin ist, dass es halt sehr dreckig verbrennt und auch noch relativ teuer in den Kochern ist. Da muss man ein bisschen selber wissen. Ich habe Benzin noch nie ausprobiert, eben aufgrund dieser Eckdaten, und bin immer entweder bei Gas, Spiritus oder Holz geblieben. Dann einmal ganz kurz zum Abschluss, wie benutze ich das denn überhaupt? Wie koche ich draußen oder wenn ich auf Tour bin? Bei mir ist es so, Gas zum Beispiel benutze ich eigentlich nur beim stationären Campen, wenn ich mit dem Wohnmobil unterwegs bin, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder ähnliches. Es ist einfach die unfassbar bequemste Art zu kochen, und ich werde mir demnächst wahrscheinlich auch mal ein Ultralight-Set für längere Touren zulegen. Bis jetzt habe ich es aber nur in dieser Weise benutzt. Spiritus zum Beispiel benutze ich sehr gerne, habe ich auch heute wieder dabei, um einfach einmal rauszugehen, entspannt was zu machen, wenn ich nicht ein riesen Feuer machen will oder weiß, dass die Bedingungen gerade ein bisschen schlecht sind oder ich nicht so viel Zeit habe. Und Holz wird natürlich immer gerne benutzt, wenn es auch ein bisschen atmosphärisch sein soll und wenn es dann natürlich auch erlaubt ist, beziehungsweise auch notwendig. Ja, das war eine weitere Folge aus dem Outdoor-Adventskalender. Tipps und Tricks, welche Sachen benutze ich am besten, entweder Holz, Spiritus oder Gas, um draußen zu kochen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und konntest etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch einfach ein Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos aus dem Outdoor-Adventskalender. Einfach mal reinschauen, und hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Das würde ich dir aber raten, denn es kommen noch weitere Videos. Ich sage dann mal bis dahin. Tschüss, tschüss.